Einfach normal so vier Regalbretter und dann zwei Glasscheiben davor. Und dahinter haben die halt liegen die verstaubte Resten von Maketten, Modelle, Miniaturmodelle, die die dort in die Fabrik bauen. Das, es gibt unglaubliche Real Estate Markets, also Immobilienmarkt in China, ist ein unglaublicher Boom, aber auch in Dubai und Abu Dhabi und solche Orten. Und das meiste geht dahin, da bauen die riesige Apartmentkomplexe, aber auch Apartmenten selbst, damit die Leute, die sich da was aussuchen möchten, oh ja, da kann man da, ist das, kann das, man das sieht dann so aus, dass sich das irgendwie. Aber auch die Modelle, auch mit Landschaft drumherum, das sind Modelle, die sind größer als das ganze Flur hier. Und was ich schön fand, ist, dass die Leute da in der Fabrik das einfach eigentlich so hingestellt haben, als ob das wirklich ein, wie man die Sache in Wirklichkeit auch hingestellt würde. So. Ach so. Also das irgendwie, die haben die Stühle und das Aquarium irgendwie so hingestellt, als ob die kleine Raum gestalten. Das fand ich eigentlich sehr süß, weil man kann die ja eigentlich auch in zusammenfägen oder irgendwie. Aber auch wie die Tische gestapelt sind, ist eigentlich, wie man normalerweise Tische stapelt. Ich habe auch darauf geachtet, dass zum Beispiel das Licht kommt hier aufgrund der Seite des Fensters. Und da sieht man zum Beispiel auch Fenster gespiegelt, die kommen auch wirklich von links. Das heißt, ich habe darauf geachtet, dass die Lichtverhältnisse in den Räumen, die auf dem Weg zu sehen sind, übereinstimmen mit die räumlichen Lichtverhältnisse. Also je nachdem, wann man hier steht, sieht es wirklich so aus, als ob sich diese Fenster darin spiegeln. Obwohl, wenn man richtig guckt, sieht man auch, dass der Raum sich auch in Wirklichkeit in das Bild spiegelt. Und das überlagert sich dann sozusagen. Ich habe auch das so groß abgezogen, damit die Objekte, die man da sieht, dass die, wenn die ungefähr so groß werden, wie Objekte, die da in Wirklichkeit wären, würden, dann kriegt man sozusagen auch einen physischen Bezug zum Bild. Man steht sozusagen im Raum. Also wenn ein Bild nur so groß ist, dann hat man nur mit seinem Kopf kann man da rein. Aber wenn es so groß ist, dann kann man mit seinem ganzen Körper sich in den Raum fühlen, wie sie da geschehen. Und das ist nochmal unbewusst natürlich, aber gibt eine ganz andere Art von Bezug zum Bild. Man wird sozusagen zum Protagonisten im Bild, zum Hauptdarsteller in der Bühne, die da vorgezeigt wird, quasi. Weil diese Sache habe ich einfach so vorgefunden und fotografiert. Ja. Das hat man da so hinterlassen. Normalerweise baue ich selber alles. Das ist am Ende. Und dann fotografiere ich es. Das ist eine andere Vorgehensweise. Nur irgendwann haben die gesehen, dass die ganze Zeit diese dreckige Regalbretter fotografiert hat und haben wir die aufgeräumt. Dann kam ich wieder, wollte nochmal die Nacht besser und dann war es völlig anders. Aber auch nicht uninteressant, weil dann haben die alles gestapelt, also wie man wirklich im Lagerraum Stühle und Türe und Regale und so alles stapeln will. Also habe ich wieder eine ganz neue Serie gemacht.